Hallöchen, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Goblin Stone. Wir haben ja schon mal in das Spiel reingeschaut und ich habe ja gesagt, in einer Folge kriegen wir es anscheinend nicht reingepackt. Deswegen gibt es noch eine zweite Ersteindruckfolge und ja, das ist es. So, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Also wir haben ja jetzt in der letzten Folge, soweit ich weiß, erstmal das hier alles erforscht bzw. gefunden und jetzt unsere erste Base sozusagen aufgebaut und haben ja auch das Tutorial sozusagen jetzt gesehen. So. Jetzt sagt ja unsere Kiste hier, ey, claim all items before starting your next adventure. Take all. Ja, muss ich die jetzt rausnehmen oder was? Weil unclaimed items. Kann ich die claimen? Irgendwie muss das gehen. Auf jeden Fall können wir jetzt mal schauen. Wir können jetzt hier ja alles weiter ausbauen. So, wir sollten den War Room bauen, genau. This is the Rune of Urns of Great War Room. Okay, also wir können hier Grand Adventures and Expeditions planen. Rebuild and Unlock, okay. So, das ist ja unsere nächste Mission gewesen. So, the War Room, okay. Wir haben jetzt neue Sachen freigeschaltet, cool. So, wir können hier jetzt Leute reinplanen zum Planen anscheinend. Oder die reintun, die wir, sage ich mal, für die nächste Expedition auswählen. This is where the adventuring party gathers ready to be equipped and outfitted for the challenges ahead. Okay, okay, also wir können jetzt hier eine Map auswählen. Many expeditions are weak there. Aha. Hier sieht schon witzig aus, wie die da rumgucken, ne? So. Achso, WASD geht ja anscheinend nicht. Das Problem ist nur, wenn ich es so mache, dann geht der aus dem Bildschirm raus. Finde ich nicht so cool. Empty Chamber. Guck mal hier. Wir können jetzt aussuchen, was wir hier haben. Store Materials, ein Lager. Das wäre vielleicht schon mal sinnvoll. Oder Store Weapon. Armory. Also hier können wir anscheinend Armory bauen. Ihr seht das ja auch hier an der rechten Seite. Können wir dann so Sachen... also was wir für Sachen haben. Wir das, oh, wir können sogar upgraden. Das finde ich auch geil. The Heart of Your Lair. Upgrade it. Unlock more rooms. And okay, also wir können, wenn wir es upgraden, können wir mehr Räume freischalten. 5 Levels. Okay. 3 Levels. Okay, also anscheinend mehr Sachen freischalten. Cool. Okay, wir können hier nach links noch nicht. Aber wir können hier den Raum schon mal freischalten unten. Hier ist noch mehr. Hier könnte man noch andere Sachen freischalten. Ich würde gerne mit WASD hin und her gehen, aber das geht irgendwie nicht. Was müssen wir denn machen? A Larder and the Armory. Okay, also wir müssen ein Lager erstellen. Das machen wir jetzt mal. You are sure you want to build a Larder Construction Coast? Okay. Bing. Okay, warum ist da so ein Schnipsel? Okay. Treasure Materials, okay, right click on. Okay, also wir können die Sachen ins Lager packen anscheinend. Ach nee, okay, ich verstehe es. Okay, also Adventure Inventory Slot plus 1, wir haben jetzt irgendwie einen mehr gekriegt, and Storage Slot plus 20. Aber wie kriege ich die jetzt hier rein? Geht das jetzt so? Ich habe so das Gefühl, dass ich gerade irgendwas falsch mache. Stand doch irgendwas mit Rechtsklick, ne? Split. Oder muss ich hier Rechtsklick drauf machen? Ne. Hm. Okay, ich habe jetzt echt gedacht, also dass ich da reinmachen kann, aber scheinbar kann ich damit nur die verbessern. Ja, das Problem ist ja, wenn ich jetzt... Wartet. So, wir haben die Quest completed. Wir haben jetzt mehr Gold. Aber wenn ich die Sachen doch mitnehme alle, dann ist das doch Quatsch. Kann ich die nicht irgendwo lagern? Ah, vielleicht kommt das ja noch, ne? So, wir können jetzt hier nochmal Sachen bauen. Welcome to your Cage of Weapons. Equip the via Goblin Characters Sheet or directly left from here. Okay. Also. Wir können hier... Die Sachen haben wir ja anscheinend, ne? Was ist, wenn ich jetzt hier draufklicke? Oder mal, wir gehen mal auf die Keule. Ah,
Temp Power, also die, wir haben ja die gleiche, lohnt sich halt nicht. Der hat den Stein auch. Kann man den verbessern? Nee. Nee, nee, wir können ja Sachen bauen, ne? Achso, die haben wir. Achso, wir können. Okay, jetzt heißt es verstanden. Wir können hier die Sachen equippen anscheinend. Unequip all, Auto Sword. Okay. Gut. Das habe ich jetzt soweit verstanden. So, wir haben jetzt eine neue Mission. Explore all of Mary Foothills. Okay. Explore of all of Mary Foothills. Geh mal kurz hier hoch. Ist keiner neuer dabei. Wir können hier hingehen. Wir könnten das upgraden. Wie viel kostet das? Next Upgrade 5. Was ist denn das? Das kann ich ja entziffern. Und 12, also wahrscheinlich. Okay. Kannst du es nicht entziffern, muss ich gestehen. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier 5 Level. Okay. Also wir kriegen dann anscheinend. Warte mal, geht das noch weiter runter? Ah, bis Level 6. Wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwie noch neue Ebenen oder was. Let us not forget those who have gone before. Ah, okay. Wenn sie sterben, werden sie dann hier gezeigt, sozusagen. Trotzdem verstehe ich das ja nicht. Warum kann ich hier nicht Sachen reinpacken? Ist hier vielleicht irgendwie. Oder das geht halt nicht anders. Oder die zeigen einfach nur, was du im Inventar hast. Okay. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Okay, wir können hier auf Welt gehen. Select a Region. Es gibt anscheinend noch zwei andere. So. Hier waren wir ja überall schon. Also gehen wir jetzt dahin. Mary Foothills. Okay, da haben wir auch die Mission gekriegt. Und wir haben jetzt hier irgendwie Spinnen als Gegner und wir haben irgendwie Soldaten als Gegner. Und noch einen, den wir noch gar nicht kennen. Als Reward kriegen wir 10 Holz und 200 Gold. Explore all. Okay. Na dann, Rainer. So, jetzt können wir uns aussuchen. Okay, wen nehmen wir denn mit? Den. Boah, welche waren denn gut? Die beiden. War den mit Schild? Ich weiß nicht, ob der so cool war. Was macht der denn? Was kann der denn? Ja, was ist jetzt für was? So, man kann hier draufklicken. So. Ja, ich will ja den rausnehmen. Achso, also ich muss ja eh voll haben. Okay, also wusste ich wahrscheinlich. Warte mal, jetzt muss ich kurz. Okay, wenn ich draufklicke, dann sehe ich ja, was die können, ne? Also den einen Stunner würde ich gerne mitnehmen. Sag mal, was können die noch? Ja. Okay, wir haben noch mehr von denen. Okay, die können alle nur dasselbe anscheinend. Das sind alles nur einfach irgendwelche Bauern sozusagen. Ja, dann nehmen wir doch den mit dem meisten Leben mit, oder? 3, 3, 3. Okay, die können alle dasselbe. Können wir nochmal hier kurz schauen. Waffen-Equipment. Sieht man irgendwo, was sie an Waffen equipped haben? Also ich meine, klar, du siehst hier vorne, dass sie was haben. Die haben gar nichts, ne? Aber naja, mal weiter. Vielleicht kriegen wir jetzt neue Waffen. Ich glaube, die muss die Waffen finden, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass du die Waffen, also die Waffen bauen kannst, oder man kann auch später andere Dinger freischalten. Das kann natürlich auch sein, ne? So, erstmal eine neue Kiste. Mal Gold. Ah, das hat sich schon gelohnt. Und weg dafür. So. Jetzt irgendwie Map. Wir könnten hier kämpfen oder oben die Kiste. Ich glaube, wir gehen da nach oben und holen die Kiste. Ich glaube, das ist effektiver. Erstmal harvesten. Ah, mein Inventar ist jetzt leer, guck mal. Jetzt ist das aufgefallen. Ah, schön, bin ich rausgetappt. Ah, und schon wieder rausgetappt. Hä?
Gar nichts gemacht und auf einmal Teppich raus. So. Okay, wir könnten hier runter, aber ich habe ja eh gesagt, wir möchten hoch. Aber was wir gucken können, ist, dass wir hier unten eine Kiste. Guck mal kurz runter. Ne, ist keine Kiste. Okay, dann gehen wir wieder hoch. So, dann gehen wir oben lang. Wäre ja schön blöd, wenn ich jetzt absichtlich kämpfe. Wobei, ich weiß gar nicht, kriegen die Erfahrung? Nein, gell? Achso, dann geht das dazu. Okay, so verstehe ich das also jetzt. Was ist das? Habe ich jetzt bekommen. Warum ist da eine Zeitbegrenzung drin? Guck. So. Guck mal, der könnte dann... Okay, warte mal, nehmen wir aber den anderen. Anderes besser. Aber ich habe noch irgendwas anderes hier. Ist das? Good stuff. Okay, hier heilt 30%. Also es heilt immer Prozente anstatt irgendeinen gewissen Wert. Ne? Bei den meisten Spielen ist es so, heilt 3. Hinterhalt. Wolves, such dreadful beasts. So. Filthy moors salivate for goblin flesh. Ich bin halt am überlegen. Ich werde den ersten halt direkt töten, ne? Okay, ich dachte, ich bin als erster dran. Vergesst immer, dass hier unten, dass der drunter steht. So, was hat der jetzt? Oh, bei dem bin ich immer noch nicht so sicher. Ich will jetzt dann. Yep. So, dann ist er jetzt nicht dran. Sehr gut. So. Ich würde gerne wissen, was der hier noch für einen Angriff hat. So, wir können jetzt... Boah, was hat der? 13 bis 16? Hä? Hallo? Warum hat er jetzt den dahinter genommen, obwohl ich eigentlich den Vorderrang angreifen wollte? Den habe ich jetzt nicht verstanden, muss ich gestehen. Oder konnte ich nur den dahinter angreifen? Foolish creatures. So. Den Zaun aber cool. So, Map. Hier, wir könnten hier oben Lagerfeuer. Dann hätten wir hier eine Schmiede. Da wollte ich auf jeden Fall mal hin. Und Shop. Ja, das ist jetzt natürlich schwierig. Wir haben nur 60 Gold, daher lohnt sich wahrscheinlich die Schmiede. Außer du musst da auch Gold bezahlen. Wir haben ein Campfire. Ich würde trotzdem heilen. Ob das jetzt Sinn macht, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ne? 20%. So an sich ist das Spiel cool. Also wirklich. Ja, der Preis ist ein bisschen hoch angesetzt, ne? Aber bis jetzt finde ich es mega. Ach, guck mal, ein Ork. Aber ich habe doch 20% geheilt. Wieso sind die nicht voll? Verstehe ich nicht. Theoretisch müssten die doch eigentlich voll sein. Ja. Hallo. Sharpen their blades. They will soon need them. Macht er mehr? Weiß halt nicht, was dieses Zeitding bedeutet. This is a temporary weapon and will disappear after. Ach so. Okay, also, okay. Man muss auch ab und zu mal die Sachen lesen. Die kostet nichts, das Upgraden. Cool. Willst du jetzt nochmal upgraden? Chance to fail. Okay, es kann auch failen. Okay, komm. Yes. Forged anew. Jetzt. Fine work. Den Stein noch? Ich nicht. Mach ich das? Nee, das ist mir eigentlich zu risky, ne? Ach komm, let's go. Yes, okay, das lassen wir. 50% ist immer so bei vielen Spielen, wenn es unter 50% ist, geht es meistens nie fail.
aber alles, was drüber ist, geht immer fehl. Mindestens einmal. Geil. Wir haben jetzt unsere Waffen super geupgradet. Oh, ist ein Boss. Anscheinend. Was ist, wenn der sich jetzt umdreht? Kann ich den dann angreifen? Oh, was ist denn das? Okay, wir haben jetzt hier mal ein bisschen mehr Gegnern. Ich werde mir überlegen. Blutung? Schwierig. Schade, ein Crit hätte ich jetzt gefeiert. Dann. Wer wird denn als nächstes dran? Die Spinne. Okay. Das ist schlecht. Wobei wir könnten. Nein, hat resistet. Okay, ich hätte eigentlich zuschlagen können, aber es wäre egal. Das verstehe ich nicht mit diesen. Verstehe das nicht mit diesen. Ich bin am Überlegen, ihn hier zu heilen. Eigentlich. Ach so, guck mal. Ich muss im richtigen Moment drücken. Verstehe ich das. Machen die Spinne kalt. Ach nee, das war zufällig. Okay, also nicht in dem Moment drücken. Okay, es ist zufällig. Schade. Oh, Potion. Okay, Potion ist halt nicht so geil. Das tut weh. Oh, das ist nicht so geil. Execute lohnt sich nicht. Außer er crittet. Ah, schade. Crit wäre geil gewesen. Aber geht halt, die gehen halt immer auf die gleichen. Shit. Das wird richtig übel. Och. Ja, der ist ja gestunt, ne? Wie viel macht das? 3 Schaden. Was? Er hat ein Schild noch. Oh, ich bin dumm. Okay, wir müssen mal schauen. Oh nein. Verdammt. Jeder schießt jetzt auf den Einzelnen, ey. Ey. So zufällig und dann schießt er auf den Einzelnen. Nein, nicht sterben. Oh, mein Stärkster. This injury deserves an answer. Okay. Hit is done. I resisted. Kill den, komm. Jawohl. Ich geh nach hinten. Boah, das tut aber richtig weh hier. Boah. Max Life is permanently reduced by 50%. Ey, boah, ist das übel. Die Frage ist. Dann bitte. Okay, dann machen wir ihn jetzt tot. Weg damit. Jetzt kritten sie, ne? Am Ende. Wieso kritten die am Ende? Oh. Warte mal, welcher war das? Der hier, ne? Oh, das ist böse. Warte mal, wir nehmen mal das Zeug erstmal mit. Patience is bitter, but its fruit is sweet. Okay.
Hä? So. Ja, wir füttern den jetzt. Sacred. I'm ready for the road. So. Jetzt kann ich direkt durch sein, oder? Ah, guck mal. Jetzt sind wir sogar durch. Oh, war das bitter, ey. Ja, warte mal, hier sind aber auch Menschen angesagt, oder nicht? Oh. Ja, haben die nicht gesagt, hier gibt's auch Menschen? These footpaths. Ja, super. A little more familiar. Das war aber auch übel mit dem Gift, ne? Das ist ganz schlecht. Ja, die Frage ist jetzt, ob er jetzt für immer so schlecht ist, weil dann kann ich den ja nicht mehr mitnehmen. Wenn er nur noch halbes Leben hat, dann kann ich den ja wirklich gar nicht mehr einpacken. Construction Asteroid to reach the Lord, followed by an empty chapter. Okay. So, wir schauen mal. Wir haben jetzt irgendwie die Mission hier geschafft. Construct a stairwell. Excavate an empty chamber. Okay, müssen wir mal schauen, wo das jetzt ist. Nämlich da ja. Oh, wir können hier ausbauen, anscheinend. Aber wo bauen wir denn jetzt aus? Ach, das können wir dann selber planen, oder wie? So, oder? Ach, und dann können wir hier weiter runtergehen, oder wie? Ah, und dann können wir hier so einen Raum planen. Mhm. Ach, das ist ja cool gemacht. Gut, wir haben jetzt Gold, das und das. Was können wir jetzt hier bauen? Want to rearrange your rooms. Long click or right click on any room and select move to... Ah, okay. Also wenn wir das jetzt... Ja, ich habe das verstanden. Okay. Also wenn wir das jetzt länger gedrückt halten, können wir die dann auch moven. Ja, das ist cool gemacht. Wenn wir jetzt hier irgendwie... Gut. So, wir müssen jetzt eine Baracke bauen. Gibt nur Goblins. Water. Okay, wir bauen jetzt eine Baracke. Ich weiß auch gar nicht, wie tief es geht, ne? Wenn du jetzt nach unten baust, kannst du ja nach... Okay, okay, Roster Size, also wir haben jetzt 12 mehr oder insgesamt 12, weiß ich jetzt gerade nicht. Barracks. Raider Bonus. Ja, er hier. Wie kriege ich das hier wieder weg? Dismiss permanently. Remove from the team. Ach, du kannst die Klassen changen? Sehe ich das gerade richtig? Wartet mal. Also wenn ich jetzt... Ja, er ist gerade Veteran, deswegen... Also Veteranen können die Klasse nicht wechseln. Er schon. Oh. Guard, Schamane, Hunter. Das muss ich, glaube ich, erst freischalten, ne? Ja, das ist doch sehr, sehr komplexer, als ich bislang erwartet habe. Muss ich gestehen. So, wir haben jetzt 18. Achso, wir haben 12 dazu bekommen durch die Baracke. Ja, ja. Ein Händler. So, schauen wir doch mal. Also, wir haben jetzt Sachen. Sachen machen. Ich will jetzt Sachen verkaufen oder Sachen kaufen. Die Frage ist halt immer, woran erkenne ich, ob das guter Stuff ist oder nicht, ne? Das, glaube ich, das lernt man dann erst alles nach der Zeit, ne? Können auch Sachen verkaufen. Treasure can safely be sold for gold. Okay, also Treasure heißt ja im Endeffekt Mist. Hier tradable. Aber woran erkenne ich denn Treasure? Junk can safely be sold for gold. Das heißt ja im Klartext, dass sie das Zeug ja verkaufen können, oder? Ich mich jetzt...
Bei Leder und so, da steht nämlich nicht drin. Zum Beispiel die Kristalle. Ich bin mir nicht sicher. Hier. Treasure can safely be sold for gold. Heißt ja Klartext, dass ich es safe verkaufen kann für Gold. Oh, ich glaube, ich mache gerade einen großen Fehler. Das hier ja nicht. A fair trade. Ich bin mir da gar nicht so sicher, ne? Class Bandit, Class Hunter. Bin halt gerade im Überlegen, ob ich mir noch eine Waffe kaufe. Bleibt der jetzt noch ewig da? Ja. Only the keen and eager are welcome. Ja, wir nehmen die mit rein. Let's go. Promising addition. Kann man so verlieren. Warte mal, da stand irgendwas hier. Merchant. Achso. Ich weiß nicht, soll ich die kaufen? Weil im Endeffekt macht ja Sinn, oder? Noch ein Stein. Weil die haben hier irgendwie so ein Empty, also ein Slot. Oh nein. Nicht, dass ich die Edelsteine, die ich gerade verkauft habe, da rein. Ach, das macht keinen Sinn, oder? Ich bin. Nehm den. Great. An honest bargain. Ich brauche den. Aber gut. Hm, wir können hier, glaube ich, equippen. So, genau. Naja, passt. So, jetzt gehen wir nochmal hier drauf. Ein Stein. Können wir den irgendwie geben? Nur ihn oder was? So, was müssen wir jetzt machen? Construct a Guard's Guild, a Raider's Guild, a Shaman Guild. Okay, Belt. Build a Warrens. Okay, wir müssen jetzt ganz viel bauen anscheinend. Border. Guard Guild. Da müssen wir anscheinend nochmal. Was, hier haben wir doch schon, ne? Das ist doch hier. Ach ne, ist eine Baracke. Ist mir eine. Bauen jetzt einfach mal. Das haben wir zu verlieren. So. Tranquil home for goblins in the twilight of their lives. Ah. Okay. Oder haben wir das Quartier schon gebaut? Bin mir nicht sicher. Nein, ne? Quartier hatten wir noch nicht. Hat nämlich ziemlich viel. Da muss ich ein bisschen überlegen. Lass mich 1000 noch weiter nach unten zu gehen. Gerade, ob wir. Wenn wir das so machen. Können wir dann hier was dazwischen bauen? Nee. Ja, könnte man aber hier noch einen Raum setzen. Mach mal einfach. Wir können halt nichts mehr bauen, ne? Was ist das hier? Achso, dann hier geht man rein. Okay, verstehe. Und hier geht man ja auch irgendwie runter, ne? Ja, cool. So, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. Problem ist, wir können den einen jetzt nicht mehr mitnehmen, ne? Das ist ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir müssen mal die Waffe wegnehmen. Kann man denn die Waffe wegnehmen? Kann man die Waffe denn jetzt jemand anders geben? Oh, das ist super ärgerlich, dass der gestorben ist, ne? Jetzt habe ich eine Equip All gemacht, war ja natürlich wieder super schlau. Ich habe halt nur so normale, ne? Okay, das gibt es bei nicht, sondern den hier. Ich glaube sogar, dass die Axt, dass die Keule besser ist als die Axt, ne? Ja. So, können wir die jetzt. Achso, wir brauchen diese Gilde, um dann andere Klassen herzustellen. Okay. Check. So. App. Old Wood. Wir können hier nochmal hingehen. Das ist ein neues Gebiet. Oder hier hin. Es gibt halt hier nur Leder und Knochen. Aber wir brauchen ja das hier. Wir brauchen ja Fieber. Also wir brauchen ja Asern. Muss das heißen, ne? Deswegen müssen wir da hin. So, wir müssen mal schauen. Welcher war denn das? Ich glaube, der Kollege hier, ne? War das das hier? Habe ich den jetzt gekillt? Ich glaube, ich habe ihn aussehen gekillt, oder? Scheiße. Jetzt habe ich ihn aus Versehen gekillt. So ein Mist.
Okay. Also ich kann die noch nicht wechseln, weil ich die noch nicht freigeschaltet habe, ne? Schade. Okay. Ja dann. Wir kriegen bestimmt jetzt richtig hart aufs Gesicht. Hab ich den jetzt gekillt? Ich glaube, ich habe den gekillt, oder? Nein. Okay, ich wusste es nicht. Deswegen, ich habe gedacht, der erholt sich, weil das sah so aus, als ob der sich erholt. Oder dieses Minus sah aus, als ob ich ihn nur aus dem Team rausnehme. Was aber auch dumm ist, weil ich die normalerweise tief rausziehen muss. These places are unknown. Wir schauen mal kurz. Warte. Was ist das? Oh, hier ist ein Gegner. Wir gehen hier und hier hoch. Der Shop macht zwar keinen Sinn, glaube ich, am Anfang. Mal gespannt, was das ist. Ein Vogel. Vogel. Ah. Shrines are ancient statues crafted by goblins of Page's Pass. They form to venerate their ancestors. Auch wenn das Ding vielleicht auch sinnvoll klingt. Gehen wir jetzt hin. Hat eigentlich keinen Sinn, zum Händler zu gehen, wenn wir hier 0 Gold haben. Da zählt hier das Gold, was wir haben. Sag mal. Ja, ich glaube, das zählt nicht, ne? Wir gehen aber trotzdem mal zum Händler. Ich will mir den einfach mal angucken. Ach, wieder der. Ja, das war klar. Ah, hier hätte man zum Beispiel Fieber kaufen können. Temporary enchant a weapon with free slot. Okay, also das ist die Slots, kann man dann mit diesen Kugeln. Okay, verstehe. So, weiter geht's. Angriff! Ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie anschleichen kann. Okay, das ist dieser Slow. These callous ruffians butcher the innocent for experience and loot. So. Was dann? Bom. So. Frage ist, ob wir den stunnen oder ob wir den töten wollen. Aber es macht Sinn, den ersten zu töten direkt. Bong. Jetzt ist er dran. Wieder dieses Zufallsprinzip, ne? So, ich kann ein Spirit. Ja, komm. Sehr gut. Anscheinend nimmt er immer den schlechtesten, also immer den, der am wenigsten Leben hat. So. Mal Glück haben. Neun. Du nicht, Kollege. Komm, 12. Also es wären 12er gewesen, hat aber halt 2 Schild gehabt, dadurch hat er 2, das ist mies hier. Ich muss gucken, 20%, wir stunnen den. Wäre schon mies, wenn er jetzt widerstanden hätte. So, jetzt gucken wir mal hier. Theoretisch gesehen müsste er das heilen. Oh, das ist mies. Nee, das machen wir nicht. Ach so, jetzt verstehe ich diesen Angriff. Wenn der Gegner gestunt ist, jetzt verstehe ich das. Wenn der Gegner gestunt ist, mache ich mehr Schaden mit dem Schildbash. Okay, jetzt verstehe ich das. Vorhin oben. Ach, wir gehen runter. Unten kriegen wir einen neuen Goblin. Ah, sogar 2. Cool. Den nehmen wir doch direkt mal mit. Oh, was? Wicker Shield, also Wikinger und Rock on a Stick.
Muss ich jetzt tauschen, oder was? Ich jetzt einen da lassen? Habe ich jetzt einen da gelassen? Jetzt sag mir bitte, die kommen mit. Ich komme hier nicht lang. Wartet mal, jetzt muss ich mich mal kurz sammeln. Also ich habe jetzt den Wikinger mitgenommen. Habe ich jetzt zweimal Wikinger mitgenommen? Ja, oder? Bin ein bisschen verwirrt, deswegen. Na, hier. Oder hatte ich den schon vorher? Doch, nee, ich hatte den schon vorher, ne? Stimmt, ich hatte den schon vorher. Nee, passt. Muss ich überlegen. Boah, das ist schon sehr, sehr komplex. Also, das ist schon krass. Also, das macht echt Bock. So. Okay. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir haben jetzt hier... Das ist der gleiche. Ich hab den halt, ne? 100. Wir müssen mal schauen, was da drin ist. Oh, da ist was drin. Seht ihr das? Da ist Damage versus Manfolk. Ist da mehr drin. Das ist Undead. Haben wir da gar nicht. Wir nehmen das hier mal rein, dass er sich heilt. So, das kann ich sogar mehr reinmachen. Ja, wir gehen doch hin. Why not? Gucken. Müssen wir jetzt nochmal? Hier oben wäre halt so ein Ding, so ein Stein gewesen. Und jetzt kommt ein Boss. Okay, wir schauen mal, ob wir uns... Ach, wir können das nicht heilen, ne? Ist egal. Ah, krass. Also, die Leute können nicht direkt sterben. Nein! Okay. Ich dachte, ich kriege ihn so tot. Okay, slow. Das ist schon mal wichtig. So, wir haben ihn jetzt. So. Kannst du? Bong. Was? Er hat resisted. Echt. Wie viel Prozent hat er? 20. Und er hat es geschafft zu resisten. Boah, super frech. Ich muss halt mal gerade schauen, was die so können, ne? Welcher ist denn der Boss von denen? War keiner anscheinend, ne? Ja, endlich. Ich will den halt direkt töten hier. Er ist gestunt, das heißt, er kriegt Damage. Ein Schaden. Zwei. Oh, okay, das ist nicht gut. Oh, das ist nicht gut. Gut ist, dass der Tank... Was? Ich hab gedacht, der Tank steht vorne. So, mit der hier ist gleich tot. So. Das Bash lohnt sich halt nicht, ne? Ich werde den hier abwerfen. Das macht mehr Sinn. Ich bin halt so, bei Blutungsschaden bin ich immer so, das ist immer so schwierig. Ach, er hat ja... Hab ich ja ganz vergessen. Der hat ja Schild. Das Problem ist, das macht zwei Schaden. Ja, das geht's halt nicht. Man muss halt ziemlich viel mit Stun arbeiten, habe ich festgestellt, ja. Das war jetzt ungünstig. Ah, oh, das tut jetzt weh. Injuries mount. Hat er jetzt geblockt? Wieso hat der jetzt geblockt?
Ja, der muss jetzt sterben. So, komm. Ja, der hat halt 3 Schild, ne? Das ist halt. Ich muss irgendwie die Schilddurchbrecher. Ich muss mir nochmal so ein bisschen die Fähigkeiten aneignen. So. Bong. Aber so an sich super geiles Game. Kann ich es wirklich, wirklich empfehlen, das Game. Ja, komm. Boah, das macht schon Laune. Also es ist schon echt nice. So. Wichtig. Ach, aber noch mehr. So, dann können wir nämlich das eine Gebäude noch bauen. So. Was? Aber man kann echt, also es wird echt komplex, ne? Also ich muss ja wirklich sagen, es wird echt komplex, das Spiel. Heilige. These footballs. Now, a little more familiar. Später gibt es anscheinend noch irgendwas mit Seelen und so. Ist das hier? Plus einer will join my layer, okay. Rescued, okay. Muss halt, glaube ich, immer schauen, also ob man irgendwie so Leute mitnimmt, man immer das gleiche Team hat oder so. Ich glaube, später ist es dann so, du hast dann ein Team, was du halt da alles durchziehst oder so. So, wartet mal, wir müssen jetzt mal. Wir haben ja jetzt das hier. Wir können jetzt hier eine Gilde bauen. Lada. Ja, das habe ich doch schon, oder? Jetzt super viel. Guards? Nee, wenn dann Raider. So, und wir können jetzt hier anscheinend Active One. Okay, hier können wir anscheinend irgendwelche Karten noch herstellen. Achso, wir können tauschen. Warte mal, das muss ich mal gucken. Welches habe ich denn nicht gerne gemacht? Das, die mache ich hier, das hier, so. Ah, okay, dann kann man 3 Seelen. Mhm. Wir haben 2. Ich glaube, die 2 Seelen habe ich bekommen, wo ich den geopfert habe, den einen. Okay, also man muss anscheinend Goblins opfern. Okay, gut zu wissen. Was ist denn ein Rarens? Okay, was ist ein Rarens? Oder Rorens? Rarens? Würde mich mal gerne berichtigen, wenn ich mich jetzt falsch ausgesprochen habe. 1000 Gold. Hm. How best to sort the distinguished from the disappointing? So. Hallo. So, wir können jetzt wieder verkaufen. Just what's needed. Das ist ja alles das, was wir brauchen. So, hier, der hat nur diese komischen Waffen noch. Hier ist nix. Ja, was das? So, schauen wir mal. Könnten auch vielleicht noch. Naja, gut, das kostet viel Geld, ne? Was ist denn jetzt, wenn ich jetzt sage, okay, wir gehen jetzt mal. Komme ich denn jetzt auf meine. Kurz überlegen. Quader? Nee. Ah, doch, hier, Quader war das. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm passiert? Ach, das ist der, den ich in die Rente geschickt habe, oder was? Ich habe ihn halt einfach in Rente geschickt. So, Baracken. Mhm. Ich muss gerade mal überlegen, wo das geht. Hier upgraden? Was brauche ich denn zum Upgraden? Was steht denn hier? Achso, 5 Seelen anscheinend. Okay. Bin mir halt aber nicht sicher, ne? Muss man ja auch mal so sagen, ne? Ich bin jetzt ja auch selber komplett neu hier drin. All Raider Stats. Aber man kann doch irgendwie. Wartet mal, man kann doch irgendwie die.
Wer hat eine Waffe? Woran erkenne ich denn, wer eine Waffe hat und wer nicht? War Room? Was ist denn nochmal? Hier meine Adventure Party. Kann ich denn sagen, Kollege, du machst jetzt... Ach, jetzt kann ich hier zum Raider. Okay, wartet mal. Mache ich den hier? This better suits their temperament. Perfekt. Ich kann die dann hier auch, oder was, auch noch zu Dings machen. Der hat 44. Warum nehme ich den denn nicht mit? Kann ich den jetzt hier auch zu irgendwas machen? Hier auch nochmal zum Raider, guck mal. Das kostet mich sogar Geld. Echt. Weiß halt nicht, ob wir zwei so Tanks brauchen, ne? Was ist mit ihm hier? Ist ja schon Veteran. Woran erkenne ich denn das? Da, Veteran-Guard. Veteran-Guard. Veteran. Veteran. Wahrscheinlich, wenn ich sie zu was gemacht habe, sind sie Veteran. Veteran-Schamane. Ich verstehe. Er hat doch hier viel Leben, ey. Da muss ich doch tauschen. Hier. Die Frage ist aber, was ist das andere? Dieser Kreis daneben. Ja, hier ist es das Level. Power. So, bei Equipment. Okay, wartet mal. Da können wir ja vielleicht, wenn wir... Okay, ich kann hier anscheinend Genetik irgendwas noch ändern. Kann ich sofort ändern. So, warte mal, dann gehen wir doch mal hier rüber. Und sagen unseren einen, den wir da haben, du kriegst eine Waffe. So. Du hast jetzt 6 Power. Okay, cool. Ja, Leute. Aber nochmal vorab, Goblin Stone, mega komplex dann doch. Also natürlich kann es jetzt sein, dass das jetzt schon alles war, aber ich glaube nicht, weil ich habe jetzt, wo ich gesehen habe, im Baumenü, ihr seht es ja, ich kann mich anscheinend noch weiter nach unten bauen. Weiß auch nicht, kann ich nach unten gehen? Nee, ich kann mich auch nicht nach unten gehen. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier das so mache, kann ich dann eine Etage runtergehen. Und das geht dann halt immer so weiter, bis man irgendwann mal am Ende angekommen ist. Aber das macht super Spaß. Also wirklich... Es lohnt sich bis jetzt. Ich weiß nicht, warum die Leute immer so negative Rezensionen schreiben. Bis jetzt finde ich das halt gar nicht. Natürlich musst du farmen. Ist ja klar. Du musst halt Gold farmen. Du musst halt Sachen farmen, um das auszubauen. Hey, das ist super normal. Ansonsten, Leute, lasst eine Bewertung da. Und sagt mir mal, ob ihr das Spiel schon gespielt habt oder wie ihr es findet. Also, wie gesagt, wir haben jetzt das zweite Video damit gemacht. Und trotzdem zufrieden. Daumen hoch von mir. Super viel Spaß und haut rein. Yeah.